Yo, hey Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Deponia und ja, ich habe auf die Uhr geguckt, es passt. Und wir sind immer noch hier bei unserem Erdmagnetfeldumkehrer dran. Und ich weiß auch immer noch nicht, was man da machen soll, um da irgendwas zu schaffen. Wir kriegen auch nicht diesen Scheiß da oben aus der Ecke weg. Wie sollen wir den da wegkriegen? Den kriege ich ja gar nicht bewegt. Ah. Schön. Wenn man was versucht, dann geht es auch. Willst du mich verarschen? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe da rein gar nichts. Ne. Da habe ich echt null Plan. Wir können auch nur die mit den Leuchtenden, ja, mit den Lichtern. Und noch einmal 15 Minuten failen, ey. Was sollen wir hier machen? Also, irgendwas verändert sich ja hier bestimmt an den Tauben. Ich mach mal den. Jetzt ist da nämlich so eine Taube. Und jetzt ist da die Taube weg und hier auch. Jetzt ist da wieder so eine fette. Boah, ich guck mir gleich im Internet eine Lösung an, wie das hier funktioniert, ey. Ich hab keinen Bock dazu überspringen. Hier, könnte man ja. Aber das ist ja scheiße dann. Wir wollen ja das ganze Spiel mitnehmen. Boah, was ein Scheiß. Was haben sie dich dabei gedacht? So. Alter. Kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Man kann doch kein Muster draus erkennen oder so. Ich auf jeden Fall nicht. Anstatt das zu überspringen, Leute, ich gucke jetzt mal kurz im Internet nach, nur um das System von diesem Teil zu verstehen. Lass ich mich da jetzt mal kurz spoilern. Tut mir leid, sonst sitzen wir hier 10.000 Folgen dran. Das ist mir dann doch ein bisschen zu ätzend. Ja, hey Leute, also die Erklärungen da drin im Internet zu diesem Teil, die sind echt ziemlich kompliziert, also... Das wird auch ziemlich kompliziert sein. Ich habe hier auch länger nicht mehr Sachen mit Sachen benutzt. Ich glaube... Das muss nicht... Ich glaube, ich mach das mal. Der Trichter würde ein hervorragend nur dem Pfeil... Okay, ein Blasrohr wird er ergeben. Die Idee ist gut, aber Pfeilgift sollte betäuben, nicht die Pfeilspitze. Aha. Huch. Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch. Aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Ja, genau. Apropos, ich mache jetzt noch mal 10 Minuten, würde ich sagen, weil jetzt ist natürlich wieder die Uhrzeit anders. Ich bin ziemlich unvorbereitet heute, merkt man, ne? Also wir haben jetzt knapp halb und dann, ja, mache ich noch 10 Minuten. Okay, wir haben jetzt einen präparierten Dartpfeil und da können wir bestimmt mit dem Blasrohr. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Aha. Das läuft ja wie am Schnürchen gerade. Und jetzt noch ein Mikrofon. Da fehlt ein Adapter. Okay, dann... Ja, dann betäuben wir jetzt mal hier Lotti. Sie hat mich nicht vorgelassen. Ja, das wäre aber ein schönes Abschiedsgeschenk, eben weil sie dich nicht vorgelassen hat. Oder er oder das. Und wie kommen wir überhaupt an die Coupons von Toni dran? Warte. Warte. Warte, 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 warte. Hallo. Können wir nicht irgendjemanden von hier aus jetzt betäuben?
Durch das Fenster könnte ich Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Aber da draußen ist niemand. Aha. Ich sag... Da muss man schon... Und... Oh, nicht... Warte, jetzt ganz heimlich. Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Ach. Kann es sein? Damit haben wir ja noch nichts machen müssen. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Aua! Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Ach ja. Strike! Genau, und dann können wir... Ein Stapel Coupons. Hey, Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Ach, wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Ja, ich lasse die Finger davon. Ich gehe da auch nicht dran. Nimmt der sich da direkt den ganzen Stapel? Ich glaube das nicht. So. Dann gehe ich jetzt, was weiß ich wohin, irgendwo ein Paket abschicken. So. Coupons, da. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Der Text. Adresse verifiziert. Soll. Was? Versand wird initiiert. Ach du Kacke. Hallo? Ah. Frankierung wird gescannt. Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Kurr. Aha. Huch. Okay. Du, die Katze ist immer noch da. Und einfach nur, weil ich es geil finde, mache ich jetzt nochmal. Hey, ich sollte... So. Und so. Hey, irgendwas muss es ja bringen. So, jetzt gehe ich nochmal zu Tonis Laden. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Toll, hier ist nichts passiert. Ich muss weg. Ach, das aber... Toll. Rein gar nichts. Hat die jetzt nicht rein theoretisch nur so ein Geschenk gekriegt? Nur mal so aus Interesse. Muss doch eigentlich. Und was ist jetzt da oben? Fehlt da jetzt eine Taube? Nö. Hey, hallo. Hm? Ja. Oh. Was war das? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht fast? Ja, das ist... Von wo aus... Ach, die. Na gut, du willst es... Tut mir leid. Wieso? Na gut, so... Ah, oh, wir wissen das. Ich geh... Du sollst... Ich geh... Ja, gut, dann runter. Da mache ich jetzt nochmal die Klappe zu und wenn die jetzt hier auf Speed sind... Boah, schnell, bevor die Folge aus ist. Ich glaube, die ist schon aus.
Einfach nur, weil die jetzt gerade auf Speed sind. Ich habe hier diese Geschenke. Das spule ich jetzt mal vor, das kennen wir. Ein leichtes Geben. Adresse. Was? So, jetzt kommt gleich das Paket wieder. Frankierung wird gescannt. Das ging jetzt schon was schneller. Kommt mir so vor. Frankierung, ein leichtes Paket. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird. Wupp. Kurr. Ja, toll. Super. Wo war jetzt bitte der Unterschied? Toll. Einfach klasse. Und jetzt ist bei Tonis Laden immer noch nichts, ne? Denn dann beende ich mal die Folge. Na, hier ist immer noch nichts passiert. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.